Pressekonferenz Bayern Alzenau am offiziellen ersten Spieltag der Hessenliga-Saison gegen den VfB Ginsheim. Der Endstand 4:2 für Alzenau vor 330 Zuschauern. Besonders willkommen heiße ich die Pressevertreter und natürlich die Teilnehmer der Pressekonferenz. Zum zweiten Mal bei uns Arthur Lemp, Trainer VfB Ginsheim. Lieber Arthur, herzlich willkommen. Und Angelo Klier, Glückwunsch zum Sieg. Ebenfalls ein herzliches Grüß Gott. Den Arthur bitte ich zu Beginn um sein Fazit. Ja, vielen Dank. Zunächst mal auch von mir ein Hallo in die Runde und zu Angelo herzlichen Glückwunsch, Angelo und Dennis, zu den absolut verdienten 3 Punkten. Ich sage erst mal kurz, was ich sonst nicht sage, weil es eine besondere Situation ist. Ich muss sagen, wir haben heute, jeder kennt die Wettervoraussetzungen, die wir momentan haben. Wir haben heute in 8 Tagen unser 4. Spiel gespielt, unser 4. Pflichtspiel. Nach dem Freitagsspiel haben wir Hessen-Pokal und Kreispokal hintereinander spielen müssen, Dienstag und Mittwoch und heute auch. Und von meinem eigentlich 6. Mann Spannkader stehen wir momentan nur 15 Leute zur Verfügung, diese 15 haben auch all diese Spiele gespielt. Ich will es einfach mal vorausschicken, mein erster, zweiter und dritter Kapitän sind nicht dabei. Ich weiß nicht, wer seine 3 Kapitäne in dieser Liga ersetzen kann, einfach so, wir nicht. Und ich hole deswegen aus, weil das muss man einfach wissen, um vielleicht dann nochmal so in der ersten Halbzeit zu erklären, weil das war ein Spiel, in der ersten Halbzeit haben wir es verloren, ich glaube, das hat jeder gesehen, und das aufgrund einfach der Mentalität, die wir auf dem Platz haben heute und heute einfach nicht hingekriegt haben in der ersten Halbzeit. Und das ärgert mich immer sehr, weil ich sage mal zu meinen Jungs, wir dürfen immer das Spiel verlieren, aber nie, weil der Gegner eine bessere Mentalität hat als wir. Das darf eigentlich nicht sein. Also wir müssen immer über unsere Mentalität kommen, erst dann kommt alles andere. In der ersten Halbzeit gar nicht, wir waren gar nicht auf dem Platz. Und das erklärt es vielleicht ein bisschen. Wir hatten eine Anfangself, ich habe heute Zeit gehabt, habe es mir ausgerechnet, 21,6 im Altersschnitt. Ist schon sehr jung und jo. Dann gab es eine fiese Ansprache von mir in der Halbzeit. Genau deswegen. Und die Jungs haben genau die richtige Reaktion gezeigt. Wir haben ganz gut gewechselt, glaube ich. Und dann haben wir alles neu deswegen in der zweiten Halbzeit so schwer gemacht, wie wir uns das von Anfang an vorgenommen haben. Ich denke, wenn wir in der ersten Halbzeit ähnlich agiert hätten, wäre es vielleicht auch ein ganz offenes Spiel geworden. Beim Stande von 2:2 oder nach dem 2:2 bis zum 3:2 von Alzenau hätte das Spiel, glaube ich, auch in unsere Richtung kippen können. Déjà vu, ich glaube, das hat Schwester ja genauso schon gesagt, als wir hier verloren haben, als wir uns das 1:1 gemacht haben. Leider hat dann Alzenau relativ schnell das 3:2 gemacht und dann habe ich aber auch gesehen, dass da war nichts mit drin. Einmal Feierabend. Aber ja, also Glückwunsch an Alzenau für den Sieg. Ich finde, wir haben eine saustarke Mannschaft. Wir haben uns beim Vizemeister, nicht Vizemeister aktuell, nach Händen und mit Händen und Füßen gewehrt, nach allen Kräften und Kompliment an meine Mannschaft, wir noch ein bisschen Kompliment an einen Alzenau. Ich habe eine super Truppe. War ein geiles Spiel heute, also muss ich sagen. Sehr schön, wenn die Schiedsrichter noch nicht gespielt haben. Dankeschön. Vielen Dank an Arthur. Ich gehe weiter an unseren Angelo. Bitte deine Analyse. So, dann Servus und Grüß Gott an alle. Also, verrücktes Spiel heute auch wieder mal. Wir hatten auch übrigens auch letzte Woche Dienstag Hessen-Pokalspiel. Haben auch leider mit dem Head-On kurzfristig nochmal einen Ausfall gehabt. Dann sowieso der Armin Rau, der spielt so, als ob er schon seine 3., 4. Saison gespielt hat. Kommt auch aus der eigenen Nachwuchs rein, dementsprechend. Bin ich auch sehr zufrieden. Auch eine junge Mannschaft mit Belastung, mit Verletzungspech. Erste Halbzeit machen wir natürlich mit dem Tor, mit dem frühen Treffer von Sabari, war das so ein Knotenlöser. Wir können befreit aufspielen. Wir haben, finde ich, in der ersten Halbzeit machen wir vieles richtig, auch wenn der Gegner 1-2 Ansätze zu kontern hat, die wir aber gut unterbinden und klar in der Abwehr, so schnell es geht, dann unterbinden, meine ich. Und wie gesagt, da gehen wir auch verdient mit 2-0 in die Halbzeitpause und dann sprechen wir es nochmal an. Das ist eine Mannschaft, wie ich kenne den Arthur sehr gut, habe sogar ein Jahr mit ihm zusammengespielt. Das ist ein Mentalitätstrainer, der fordert viel von der Mannschaft und die werden sich auf jeden Fall nicht ergeben. Also die werden ein Stück weit, der wird was ändern, der wird alles versuchen, nochmal ein Stück weit da Gegenwehr zu leisten. Und genauso kam es auch klar mit dem frühen Anschlusstreffer zum 2-1. Haben wir ein Stück weit den Faden verloren, die gute erste Halbzeit komplett haben wir dann gewackelt haben wir und auch verdientermaßen, finde ich sogar gerade aus der Phase, dass der Gegner das 2-2 macht und dann finde ich es geil, eine geile Mentalität von meiner Mannschaft. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Jahr bekommen habe, weil
Es ist nicht einfach so wegzuschütteln, dass wir jetzt mal unseren Chef da drinnen, Torwart, ersetzen. Oder jetzt gerade einen Sturmführer. Salva Bari ist nicht mal bereit, der ist noch nicht mal so weit für eine Stunde zu spielen. Ich muss ja mal praktisch nötigen, ein ganzes Spiel zu spielen. Ja? Und dann macht er ein Tor und dann Sensationsballrückzieher da. Also dementsprechend, das ist auch, wir, der Gegner hat auch eine hervorragende Mentalität, aber wir auch. Ich bin überglücklich, geile Mannschaft und wir können uns auf diese Saison schon freuen. Danke sehr. Ja, Angelo, auch dir besten Dank und wirklich, wie gesagt, Kompliment an alle Spieler, die gespielt haben. Bei jedem Team waren es 14, also 28 Stück und die drei Schiri, das war schon eine Wahnsinnsleistung. So warm kann ich mich nicht erinnern, dass wir das mal über einen längeren Zeitraum hatten. Das ist brutal und ich sage es hier, ich habe es schon vielen erzählt, normal muss der DFB an solchen heißen Tagen die Spiele bundesweit absagen, von der ersten bis zur Liga bis zur B-Klasse, das ist meine Meinung. Aber wie gesagt, Hut ab vor diesen Wahnsinnsleistungen. Jetzt braucht einer wieder Regeneration. Und wir fragen die Vertreter.